Und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, und diesmal ein riesengroßes Projekt. Und zwar geht es um das Destiny-Projekt. Und wir sind 28 Mann, 4 Städte, jeweils 7 Leute in einer Stadt. Und wie man es sagt, ist es Hexit. Und wir sind in einer grünen Stadt. Ja, wir sind in der grünen Stadt. Und ich fange diesmal als erstes an, denn die IPs wurden jetzt alle nacheinander rausgegeben. Und das heißt natürlich auch, wir werden jetzt ganz fleißig hier alles vorbereiten, uns ein bisschen hier niederprasseln und halt einen normalen Minecraft-Start anfangen hier. Ein bisschen Musik wieder im Hintergrund muss natürlich auch sein. Bleibt ja nicht aus! Du, das Skelett. Ich krieg jetzt schon Rappel. Warum ist es dunkel? Huhn, hilf mir! Oh, geil, Tower. Tower direkt am Anfang. Na, Skelett. Gucken, ob du dagegen ankommst. 6er noch. Down, geil. Herzen direkt erhascht. Ja, wir müssen ein bisschen Essen sofort alles wieder wie immer aufbauen. Direkt Gas geben, denn das Projekt, wie gesagt, wir sind 4 Städte. Und das Problem ist natürlich auch bei solchen 4 Städten gibt es natürlich Kriege, Verbündete etc. alles Mögliche. Und das heißt natürlich auch für uns, wir müssen hier versuchen, schnell durchzukommen. Und natürlich auch einen riesen Aufwand betreiben. Ich hoffe, die Aufnahme ist okay und es passt alles relativ. Sollte aber auch kein Problem sein in dem Fall. Weil ich werde ja sowieso erst einen kleinen Cut machen, dann zwischendurch. Und dann soll es auch weiter losgehen. Ich hoffe, dass ich jetzt gar nicht vom Server geschmissen werde. Denn ich bin einer der Ersten. Und deswegen ist das was Schönes, einer der Ersten zu sein diesmal. Die Admins und so, die sind noch alle dabei, alles fertig zu stellen und wir fangen hier schon mal ganz gemütlich an. Da habe ich nämlich ein kleines Okay für bekommen, weil ich da so ein bisschen mitgeholfen habe und dann soll das schon alles okay sein. So, gleich drei Kohle, geil. So. Nichts verahnt, hier direkt eine Steinspitzhacke durchgezimmert. Ah, komm schon. So. Und als Großankündigung ist auch, da wir 4 Städte haben und natürlich auch sozusagen eine Hierarchie aufbauen müssen, bin ich momentan und der gewählte König für einen Monat. Und dann schauen wir mal, wie das halt so wird und wie wir halt die Stadt regieren werden bzw. aufbauen und ob ich dann halt nächsten Monat dann halt nochmal ran darf. Aber Kohle ist immer geil. Kohle, Kohle, Kohle. So. Ach ja, eine gute alte Minecraft anfangen. Und Hexe ist sowieso was Einfaches. Da findet man relativ so welche Rohstoffe, Wetzel und sowas direkt am Anfang. Das ist eigentlich das Geilste, was es überhaupt gibt. So, ich da vorne ich... Auf der Karte sehe ich ein Schiff. Ich hole mich gerade ein bisschen auf der Karte. Die Koordinaten habe ich erst vorerst ausgeschaltet. Der Grund ist dafür, ich möchte erstmal nicht zeigen, beziehungsweise auch den anderen Leuten nicht zeigen, wo wir erstmal sitzen. Das ist natürlich klar, die können die anderen Videos von den anderen Leuten auch noch durchgucken, die unten in der Videobeschreibung steht. Also, wenn ihr Bock drauf habt und noch bei anderen Leuten die Sicht sehen wollt, beziehungsweise aus der anderen Stadt, dann einfach unten in die Beschreibung reingehen und vorbeischauen. Lohnt sich immer. Denn man weiß ja nie, wie jede Stadt anfängt. Und dann, wie gesagt, da kann jeder halt von den anderen auch bei den anderen Städten durchgucken. Deswegen bin ich, glaube ich, einer, der die Minimap bzw. die Koordinaten ausgeschaltet hat. Davon will ich hoffen, dass das die anderen auch machen, aber man kann ja nie hundertprozentig sicher gehen. So, die ersten 4 Minuten und wir haben schon Eisen ein bisschen gefunden. Das ist auf jeden Fall geil. Ah. Gut, dass ich die Sounds ein bisschen umstellen kann. So. Ich glaube, ich sollte so in so ein Stück Wüste gehen. Da vorne ist ein fetter Dschungel. Das ist aber, ich glaube, ist das Dschungel oder sind das diese Tannen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Das weiß ich gar nicht ganz genau. So, was haben wir denn schon alles? Ja, sollten wir so langsam loslegen und weitermachen. Weil wir hier vorne Wasser haben und ich will eigentlich, wie gesagt, irgendwo hingehen, wo ich Wasser habe, wo ich eigentlich alles Mögliche habe. Und das bietet sich immer an so Küstengebieten als erstes an. Oh. Was ist das denn hier für ein Tower? Ein Boss. Also Spinntower, alles klar. Boah, geil, Weizen. Schaufel. War hier oben nicht noch eine Kiste? Roublé. So, wo war die? Da war sie doch.
Oh geil, Goldäpfel, ja, nice. So, wie kommen wir denn jetzt am schnellsten oben dran? Komm, klopf's ab. Jawohl. Ah, ich muss sowieso hoch. Oder wie komme ich da? Ja. Toll, jetzt habe ich natürlich jetzt hier alles verbraten. Nice, 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 nice. So, ich muss auch auf die Zeit achten, denn wir haben alle nur eine begrenzte Anzahl, die wir aufnehmen können, beziehungsweise die Parts auch hochladen. Das heißt, so gleich nach 15 Minuten mache ich den ersten Cut rein, dann kommt die zweite Folge, weil ich versuche immer zwei Folgen pro Tag hochladen. Das kommt halt immer darauf an, wie ich da halt schnell zukomme, beziehungsweise auch die Aufnahmen schneide und render. Also da nicht wundern, wenn jetzt dann denkt, oh, ich mache jetzt einen Cutter zwischendurch, einfach mal dann wieder warten und dann kriegt er halt die nächste Aufnahme zu sehen. Weil ich mache dann halt hier so kurz vor einer Minute oder so, gehe ich dann raus und melde mich dann halt neu an, beziehungsweise warte dann halt in der Lobby und starte es dann halt nochmal von neu. So. Din, 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 din. Schöne gute Musik im Hintergrund. Das ist doch immer gut. Moosbell, beziehungsweise Moosstein, den wir hier sammeln, den brauchen wir später für den Tinkers Construction Mod. Deswegen, was wir jetzt schon finden können und hier mitnehmen können, sollten wir das auch tun. Und vielleicht ein paar Slabs wären auch nicht schlecht, denn die sind immer gut zum Bauen. Die bieten immer einen schnelleren Untergrund. Und gibt natürlich, wenn wir abbauen, immer zwei davon. Da unten haben wir, glaube ich, nichts, ne? Ne. Es geht jetzt nur noch so nach unten ein bisschen. Alles klar. Nehmen wir hier noch was mit. Und Güsal müssen wir mitnehmen. Güsal und was zu essen brauchen wir gleich auch. Das Weizen, was wir haben, müssen wir ein bisschen unterteilen, dass wir halt was mitnehmen. Und was wir brauchen für Brote. Das Rest brauchen wir irgendwie für Kühe oder so. Oh, ich habe ja kein Magnet an, genau. Da müssen wir uns auch auf die Suche machen, dass wir einen Coin of Future kriegen. So. Schnee, 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 Schweine. What are the foxes? So. Was nochmal? What are the foxes? Springfox. Ja, der. What are the foxes? What are the foxes? So, was haben wir denn hier? Schweini, Schweini, Schweini. Ich glaube, ich werde mich irgendwo hier hinbauen. Erstmal ganz gediegen irgendwo hin. Oder? Es darf nicht zu auffällig sein. Wir sollten auch mal eben einen Axtbauen, eine neue Spitzhacke und ein paar Brote, wie gesagt, ein paar machen. Machen wir mal. Genau, machen wir jetzt ein paar Brote. OP-Äpfel habe ich zur Not gerade noch einen. Genau, eine Axt. Spitzhacke. Und wieder mitnehmen hier. Nam, 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 nam. Was haben wir denn eigentlich für eine Render Distance? Beziehungsweise die Sounds, die können wir mal einen Tacken runterstellen. Fahr. Normal, hallo? Wo sind wir denn hier? Jawohl, da hinten ist ein. Da hinten taucht Wüste und ich glaube auch hoffentlich ein Dschungel auf. Wir können uns in der Stadt aufbauen, das ist jetzt gar kein Problem. Es geht eigentlich nur darum, dass wir halt nachher sozusagen hier die ersten werden, beziehungsweise auch nachher die ganze Land von den anderen einnehmen werden. Aua. Was ist denn jetzt? Hoffentlich ist da hinten Dschungel. Das sieht aber auch nach einem Dschungel beziehungsweise irgendwelchen Wäldchen aus. Ganz normales Wäldchen, das ist gut. Das ist gut. Ah, zwischendurch noch was trinken. Ah, das ist, oh geil. Berge, Berge, Berge. Das ist auf jeden Fall was für mich. Da haben wir auch normale Bäume, das ist auf jeden Fall prima. Sand haben wir in der Nähe, können wir abgraben. Ich glaube, hier unten ist auch irgendwo zu sehen gewesen Lehm, den wir für eine Smeltery brauchen. Hier ist doch geil. Hier ist geil. Oh ja, hier ist geil. Hoffentlich ist Tree Capsulator an. Jawoll, geile Sache. Fäden, 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 Blumen, Blumen, Blumen hier. Lotusblume braucht kein Mensch. Oh geil, eine Wasserquelle.
Das ist vorne Beerenbüsche. Oh, ich sehe was. Ich sehe was Geiles. Hoffentlich sieht das auch. Da vorne ist nämlich ein Dorf und das werde ich nämlich als erstes schon ausplündern. Nee, Bär. Bleib ruhig, Brauner. Bär. Bleib mal ruhig, Brauner. So. Die muss irgendwo hier vorne sein. Jawohl, da ist sie. Da sehe ich das Dorf. Das heißt, ich kann voll viel wegsnacken. Und habe erstmal Essen en masse. Oh, Schafe, geil. Wolle, 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 Wolle. Boah, was kann ich rausschmeißen? Das kann weg. Wolle, 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 Wolle. Schon mal im Bett. Geil. Karotten. Können wir gleich auch wegschmeißen gegen hier. Verblumen. So, Weizen und Weizen-Seeds, die sind auf jeden Fall wichtig. Kartoffeln, Kartoffeln, genau. Zwei Schüsseln hier. Können wir noch anziehen. So. Her damit, der Herr. Dann können wir nämlich hin. Oh, wir müssen wieder ein bisschen was essen. Jetzt kann ich auf welchen Schwierigkeitsgrad wir gerade spielen. Weizen sammelt er ein. Nice. Das ist doch schon mal geil, ein Dorf zu finden. Oh, ihr Blumen, ne? Und Gysarguin kann ich auch erstmal umwandeln. So, hier muss es doch irgendwo hochgehen. Nein, geht's nicht. Oh, ich sehe Lehm. Müssen wir direkt mitnehmen. Dann, 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 dann. Hier kein Platz mehr. Aber Lehm. Lehm ist immer gut. Hätte jetzt nicht so, aber Lehm. Weil kann man ja für alles Mögliche gebrauchen, beziehungsweise ich brauche es ja auch für die Tinkers Construction Sachen. So, einmal von hier buddeln. Klock, 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 klock. Komm, 3 Minuten noch. Wir müssen richtig viel loslegen. Lehm, 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 Lehm. Da kommen wir nämlich auch hier hoch. Ziemlich. Oh, und es wird fast schon dunkel, sehe ich. Da habe ich den Anschein. Es wird auch dunkel. So. Lal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 
und verabschiede mich bis dahin, euer Flash oder P und bis zur nächsten Woche. Tschüss!